Wir haben heute bei Transfermarkt TV in unserer neuen Folge ein kleines Wechselupdate zum Thema Leroy Sané und dem FC Bayern. Und darüber wurde ja zuletzt auch spekuliert, kehrt Ilkay Gündoğan etwa in die Bundesliga zum BVB zurück. Danach sieht es aktuell eher nicht aus. Das und vieles mehr gibt es heute in unserer Sendung. Und wir freuen uns natürlich wie immer, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Wir sind jetzt dabei, die 60.000 Abonnenten-Marke zu knacken. Aber da geht natürlich noch viel mehr. Wir freuen uns drüber. Nach der Rückkehr von Ron-Robert Zieler zu Hannover 96 hat der VfB Stuttgart eine neue Nummer 1 gefunden, zumindest vorerst. Gregor Kobel verlängert seinen bis 2020 gültigen Vertrag bei der TSG Hoffenheim zunächst um ein Jahr und wird dann für die kommende Spielzeit an den VfB verliehen. Das berichtet unter anderem der Kicker. Der 21-jährige Schlussmann hat bereits seinen Medizincheck bei den Schwaben erfolgreich absolviert. Antonio Colak wird die TSG Hoffenheim dagegen endgültig verlassen. Wie der Bundesligist am Samstag offiziell bekannt gab, wechselt der 25-jähriger Angreifer nach anderthalbjähriger Leihe endgültig zum kroatischen Klub HNK Rijeka. Dort unterschreibt er einen Vertrag bis 2022. Der FC Augsburg hat die Verpflichtung des brasilianischen U23-Nationalspielers Iago perfekt gemacht. Das gaben sowohl sein bisheriger Verein Internacional Porto Alegre als auch die Fuggerstädter offiziell bekannt. Der 22-jährige Linksverteidiger, dessen Marktwert aktuell bei 2 Millionen Euro liegt, erhält einen Vertrag bis Sommer 2024 in Augsburg. Emanuel Ioa wird auch in der kommenden Spielzeit nicht für seinen Stammclub Fortuna Düsseldorf auf Torjagd gehen. Der 21-jährige Angreifer wird nämlich an Holstein Kiel verliehen. Zuletzt war der gebürtige Düsseldorfer ebenfalls temporär für den FC Erzgebirge Aue im Einsatz. Auch Takashi Usami hat den FC Augsburg verlassen. Wie bereits letzte Woche zu hören war, zieht es den zuletzt an Fortuna Düsseldorf verliehenen Flügelspieler zurück in die japanische Heimat, wo er nun bei seinem Jugendverein Gamba Osaka einen Vertrag mit unbekannter Laufzeit erhält. Und Dani Alves wird Paris Saint-Germain in diesem Sommer verlassen. Das gab der 36-Jährige am Wochenende bekannt. Der Vertrag des Rechtsverteidigers in Paris läuft am 30. Juni aus. Zu einer Verlängerung wird es nicht kommen. Nach Gianluigi Buffon ist Alves der zweite Allstar, der PSG im Sommer den Rücken kehrt. Wir beschäftigen uns in unserer Gerüchteküche heute zunächst einmal mit einigen Personalien beim FC Bayern. Beim deutschen Rekordmeister wird ja aktuell die Aussage von Präsident Uli Hoeneß aus dem Frühjahr, wenn Sie schon wüssten, wen wir alles hätten, aufgewärmt und ja sozusagen auf den Wahrheitsgehalt überprüft. Weil aktuell transfermäßig nicht mehr so richtig viel nach vorne geht. Uli Hoeneß hat sich jetzt daraufhin kürzlich wieder zu Wort gemeldet, dass ihn da die Nachfragen auf seine Aussage hin dann doch stören. Ich muss ehrlich sagen, langsam geht mir das auf die Nerven, dass man sich nur noch über Käufe definiert. Wir haben gerade zwei Titel gewonnen und wir sollten jetzt erstmal alle feiern. Und weiter hat der Bayern-Präsident gesagt, ich kann versichern, am 15. August, also zum Saisonstart 1920, steht eine gute Mannschaft auf dem Platz. Tja, und das heißeste Transferthema, was Zugänge angeht, ist aktuell nach wie vor das Thema um Leroy Sané, der ja noch bei Manchester City unter Vertrag steht und den die Bayern sehr gerne verpflichten würden. Die Frage ist nur, was will der Spieler? Also die Bayern würden trotz einer sehr, sehr hohen Ablöse einen Transfer wohl möglich machen, wenn der Spieler denn in die Bundesliga wechseln wollen würde. Momentan, so hört man, soll er eher zu einem Verbleib bei Manchester City tendieren. Er will sich ja in seinem aktuellen Sommerurlaub dann für seinen persönlichen Fahrplan für die nächsten Jahre entscheiden. Es gibt dazu auch frische Infos von Sky. Der Kollege Torben Hoffmann hat da getwittert. Eben im Rahmen dieser Basketballfeier hat sich Uli Hoeneß eben geäußert. Das, was wir eben auch schon hatten. Und auf die Frage, ob Leroy zu teuer sei und ein Transfer daran scheitern könnte, sagt Hoeneß, wenn er will, geht das schon. Und da muss man eben abwarten, was Leroy Sané dann sagt und wie er sich entscheidet. Das Thema Mats Hummels ist derweil schon durch. Er wechselt zu Borussia Dortmund. Und Uli Hoeneß hat da gesagt, dass die Initiative vom Weltmeister von 2014 und dessen Vater ausging. Der FC Bayern hat also am Ende dem Wechselwunsch entsprochen und für Uli Hoeneß ist diese Entscheidung auch absolut okay.
Nach dem Abgang von Mats Hummels ist natürlich die Frage, was passiert mit Jerome Boateng. Da hatte sich ja der Bayern-Präsident schon dazu geäußert, dass er sich einen neuen Verein suchen darf im Sommer. Trotz dieses Hummels-Abgangs soll Boateng den Club dann tatsächlich in den kommenden Wochen verlassen. Daran hat sich wenig geändert. Und auch Renato Sanchez ist ein Thema. Wie geht's beim jungen Portugiesen weiter, nachdem er ja immer nur, beziehungsweise immer noch Ersatz ist, auch in der letzten Saison. Er will den Verein gerne verlassen, weil er einfach mehr spielen möchte. 24 Einsätze in der vergangenen Saison, im Schnitt nur 33 Minuten pro Spiel. Und Renato Sanchez möchte auch keine erneute Leihe mehr, sondern wenn, dann einen fixen Abgang vom FC Bayern. Beim letzten Freundschaftsspiel soll er in der Kabine gesagt haben, danke Gott, noch 45 Minuten FC Bayern, dann Urlaub und dann nie, nie wieder. Tja, wir halten euch da natürlich auf dem Laufenden, was da passiert und wie sich das Ganze entwickelt. Aber ihr könnt uns natürlich gerne eure Einschätzungen schon schreiben, zum Beispiel in den Kommentaren bei YouTube. Und wir machen weiter mit der Gerüchteküche und weiteren Ideen. Nach der Rückkehr von Mats Hummels zum BVB wurde zuletzt auch über ein Comeback von Ilkay Gündoğan bei den Dortmundern spekuliert. Dies sei allerdings nun doch kein Thema für den 28-Jährigen, so heißt es, denn der deutsche Nationalspieler soll sich entschieden haben, wieder Vertragsgespräche mit seinem aktuellen Club Manchester City aufzunehmen. Im Raum steht da ein neuer 4-Jahres-Vertrag. Wohin wechselt Martin Ødegaard? Der 20-jährige Norweger, der in der vergangenen Saison für Vitesse Arnhem in der holländischen Eredivisie spielte, steht bei seinem Stammclub Real Madrid noch bis 2021 unter Vertrag. Und laut der Bild steht eine Leihe zu Bayer 04 Leverkusen in die Bundesliga offenbar kurz bevor. Simon Rolfes hat sich dazu auch schon geäußert, könnt ihr hier sehen, und gesagt, dass das durchaus vorstellbar ist. Allerdings ist auch Real Sociedad San Sebastian im Rennen um den jungen Norweger. Und Ødegaard selbst soll tatsächlich eher zu Sociedad tendieren, weil ihm der Spielstil in der spanischen La Liga besser gefallen soll. Real Madrid will hingegen, dass er zu Bayer Leverkusen wechselt, möglicherweise auch, weil er international Erfahrungen sammeln kann. Der Spieler war sowohl schon in Leverkusen als auch in San Sebastian vor Ort, um sich ein Bild zu machen. Und ja, möglicherweise kann Bayer Leverkusen mit etwas Glück dann in den nächsten Tagen schon Vollzug melden. Max Kruse hat offenbar einen neuen Arbeitgeber gefunden. Wie die Tageszeitung Hürriyet berichtet, steht der ablösefreie Angreifer kurz vor einem Transfer zu Fenerbahce. Der 31-Jährige soll beim 19-maligen Meister, der sich zuletzt als Tabellensechster nicht für einen europäischen Wettbewerb qualifizierte, künftig 3 Millionen Euro jährlich kassieren. Vor wenigen Tagen berichtete die L'Equipe, dass RB Leipzig Interesse an einer Verpflichtung von Paris Saint-Germains Christopher Nkunku zeigt. Und dieses Werben scheint sich nun zu konkretisieren. Wie die Bild und der Kicker übereinstimmend melden, hat der Bundesligist gute Chancen beim 21-jährigen Mittelfeldspieler. Die Gespräche befinden sich in einem fortgeschrittenen Stadium. Nach Infos der Bild soll der Transfer des belgischen Torjägers Benito Raman von Fortuna Düsseldorf zu Schalke 04 perfekt sein. Der 24-Jährige soll demnach für rund 9 Millionen Euro plus Bonuszahlungen zu den Schalkern wechseln. Im Gegenzug kommt laut der Bild Bernhard Tekbetay auf Leihbasis für 2 Jahre zur Fortuna. Und die Schalker haben derweil möglicherweise einen weiteren Stürmer an der Angel. Vincent Janssen soll von Tottenham Hotspur nach Gelsenkirchen wechseln. Der Spieler soll sich bereits für Königsblau entschieden haben. Fast zeitgleich kam jedoch eine Twitter-Meldung rein, die behauptet, dass der 25-jährige Holländer zu RSC Anderlecht wechselt. Also auch da bleiben wir dran. Yvonne Mvogo möchte RB Leipzig nach 2 Jahren wieder verlassen. Der 25-Jährige sieht sich als Stammtorhüter eines Bundesligisten, ist bei den Leipzigern aber nur Ersatzmann. Der FC Augsburg soll laut des Kickers am Schweizer interessiert sein. RB ruft für Mvogo eine Ablöse in Höhe von 5 Millionen Euro auf. Und dann schauen wir auch noch auf ein paar internationale Ligen und beginnen mit der Wechselspekulation um Matthijs de Ligt, die weiter und weiter und weiter geht. Zuletzt wurde ja darüber berichtet, dass Paris Saint-Germain die besten Karten auf eine Verpflichtung hätte. Nun ist Juventus Turin wohl in der Pole-Position um einen Transfer vom 19-jährigen Innenverteidiger. Das berichtet der Telegraph aus Holland. Die Ablöse soll demnach bei knapp 70 Millionen Euro liegen.
Ajax Amsterdam steht dagegen offenbar unmittelbar vor der Verpflichtung von Angreifer Quincy Promes vom FC Sevilla. Der niederländische Nationalspieler wird demnach in Kürze einen 5-Jahres-Vertrag beim Champions League-Halbfinalisten unterzeichnen. Der obligatorische Medizincheck soll bevorstehen und die Ablöse bei rund 20 Millionen Euro liegen. Inter Mailand macht im Werben um Nicola Pepe offenbar ernst. Nachdem die Nerazzurri bereits vor Wochen OSC Lille ein Angebot über 70 Millionen Euro vorgelegt haben sollen, hat der Serie A-Club nach Informationen der L'Equipe nun nochmals nachgelegt. Im Raum stehen nun 90 Millionen Euro Ablöse. Damit wäre die bisherige Rekordsumme des Vereins für Christian Vieri aus dem Jahr 1999 quasi verdoppelt. Hector Bellerin könnte den FC Arsenal in diesem Sommer verlassen. Atletico Madrid soll großes Interesse am 24-jährigen Spanier haben. Atletico muss ja viele Abgänge in diesem Sommer kompensieren. Und nach dem Abgang von Juan Fran braucht Atletico einen neuen Rechtsverteidiger. Das soll Hector Bellerin werden. Vitolo könnte im Tausch nach London wechseln. Und Junior Firpo wird offenbar vom FC Liverpool umworben. Dort könnte Firpo der Nachfolger von Alberto Moreno werden. Firpo ist 22 Jahre jung, ein Außenverteidiger und besitzt bei seinem aktuellen Club Betis Sevilla noch einen Vertrag bis 2023. Dort ist eine Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro verankert. Und hier kommt noch eine Meldung in eigener Sache. Transfermarkt hat nun 1 Million Follower bei Instagram. Das freut uns natürlich sehr. Vielen Dank an euch und euer Vertrauen. Und einige Fußballprofis haben uns auch ihre Glückwünsche geschickt. Und da zeigen wir euch einen kleinen Ausschnitt. Hallo Transfermarkt-Team. Glückwunsch zu 1 Million Followern. Ihr macht eine sehr, sehr gute Arbeit. Einfach dranbleiben, weitermachen. Ist eine sehr, sehr gute Sache. Beste Grüße, euer Mario. Hey Transfer Market, congratulations for reaching 1 million followers on Instagram. Well done, guys. Transfer Market, congratulations. You're reaching 1 million followers on Instagram. Well done. Congratulations, Transfer Market, for reaching 1 million followers. Der argentinische Superstar Lionel Messi wird heute 32 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch dafür. Und wir schauen natürlich noch mal auf ein paar Overall-Zahlen seiner beeindruckenden Karriere. 670 Tore, knapp 300 Torvorlagen. Das ist der Wahnsinn. In der abgelaufenen Saison ist er mal wieder Meister geworden mit dem FC Barcelona als absoluter Leader im Team. Aktuell kämpft er ja mit den Argentiniern, mit der Nationalmannschaft um den Titel bei der Copa America. Und wir haben ihm zu Ehren eine Statistik des Tages für euch. Die wertvollsten Spieler, die 32 oder älter sind, beginnen mit Gerard Piqué. Marktwert 35 Millionen Euro. Auf der 4 Edinson Cavani, der Uruguayer, ebenfalls 32 Jahre alt. Er ist nochmal 5 Millionen Euro mehr wert, der Mann, der bei Paris Saint-Germain spielt. Auf der 3 Luis Suarez, auch er ein Uruguayer, 50 Millionen Euro der Marktwert von Messis Teamkollegen. Auf der 2 Cristiano Ronaldo, er ist der älteste Spieler aus diesen Top 5. 90 Millionen Euro ist CR7 wert, der Mann von Juventus Turin. Und ganz vorne Lionel Messi, der trotz seiner 32 Jahre noch immer einen Marktwert von 150 Millionen Euro besitzt. Also von Altersschwäche überhaupt keine Spur. Wie schon zu Beginn der Sendung gesagt, wir freuen uns natürlich, wenn ihr unseren Kanal fleißig weiter abonniert. Wir kratzen momentan an der 60.000 Abonnenten-Marke und wir freuen uns natürlich, wenn sich das Ganze noch ein wenig erhöht in den nächsten Tagen und Wochen. Ihr seid natürlich wie immer herzlich eingeladen, mitzudiskutieren zu den verschiedensten Themen, die wir im Angebot haben. Zum Beispiel zum Thema Ilkay Gündoğan. Geht er in die Bundesliga zurück zum BVB oder unterschreibt er bei Manchester City? Und ihr könnt weitere Videos von TMTV gucken. Wenn ihr hier weiter klickt, dann seht ihr die wertvollsten Spieler pro Nation des Afrika Cups. Und es gibt eine Playlist zu den verschiedenen Kaderplanspielen. Die 2000 Likes wurden ja erreicht. Das heißt, am Dienstag, morgen, gibt es eine neue Ausgabe der Kaderplanspiele.